Mal das andere auch noch ganz kurz. Also, Nintendo hat jetzt die Switch 2 irgendwie ein bisschen geteasert und irgendwie doch nicht. In ihrem Finanzbericht soll es so irgendwann 2025 kommen. Also, sie haben da mal gesagt, April bis April 25, das ist aber anscheinend schon wieder, das weiß man schon wieder nicht so genau. Aber 2025 soll die Switch 2 jetzt tatsächlich kommen. Aber ich weiß nicht, ich will mich da jetzt gar nicht großartig auf irgendein Gerücht draufstürzen, weil das ist alles eher im Moment mutmaßen. Ja. Also es soll sie wird irgendwann, wird sie im Jahr 2025 präsentiert werden. Es wird anscheinend so sein, dass die alten Spiele drauf funktionieren. Das habe ich auch gehört, ja. Ja, Also, und zum, ist so. es wird das Slot für die, es wird einen Slot geben für die alten Spiele, Ja, es wird den geben. und Man wartet mal noch ab. möglicherweise einen Slot für die neuen Spiele, ja. Ja, dann wird es wahrscheinlich so sein, sie machen einen Slot für die alten und die neuen kommen nur mal digital raus. Aus einem einfachen Grund, Nintendo will noch mehr Geld verdienen. Ja, die sind halt da, ist pure Böse. Aber ja, Sie verbocken es aber sie nicht. verpacken es nicht, ja. Es ist eigentlich wie Apple. Ja, Nintendo verbockt es fast noch ein bisschen Ja. netter. Weil du kannst ja alles unter so einer Mario-Kappe packen, da ist alles Ja. nett. Okay. Also wenn du das so draufschreibst, ja, wir verlangen halt es damit, dass die Switch benutzen, der ist 20 € Grundgebühr pro Monat und das hat der Mario in der Hand, das Schild schaut das schon viel netter aus. Noch einen kleinen Toad dazu und der Prinzessin, die im Hintergrund das Ja, macht. und dann sagt der Mario noch, it's a me, I want money. Ja. Mani, Mani, Mani. Ja, dann sagst du, okay, passt, ist super. Ist gekauft. Super, gleich alle Italiener auf einen, gleich alle Italiener Ja, genießt, was. aber